Um mit dem Sturmsoldaten von Level 13 auf Level 14 zu kommen, müssen wir 5 Gegner töten, während wir entdeckt wurden, und zwar in der Scandium-Mine hier auf Golem Island. Wir müssen einen Gegner mit einem Helikopter überfahren und 2 Gegner kurz nach der Landung mit dem Fallschirm töten. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, hier nochmal diese Schrotflinte aus der letzten Folge zu benutzen, denn die hat gut Rums. So, ich dachte, ein Heli bekämen wir vielleicht hier am Heliport, aber da ist nichts. Aber hier ist ein Hubschrauberlandeplatz. Vielleicht kriegen wir da was. Und da unten ist auch ein Auto. Und da werden wir jetzt mit dem einfach dahin fahren. Zu diesem Camp Phoenix. Und müssen wir nach links, alles klar. Da links am Straßenrand sind auch noch, patrouillieren noch 3 Wolves rum. Vielleicht können wir die gerade noch überfahren. Im Auto. Sonst war kein Heli, aber hey. Meep, meep, Motherfucker. Ja genau, springt mir in die Karre. So, wie weit noch? Müssen wir da schon rüber? Ja, müssen wir theoretisch. Machen wir auch. Da oben ist eine Kiste und ein rotes Auto. Ich wechsle mal auf die Pistole. Einfach wegen dem Schalldämpfer. Ach, guck mal hier. Schöne Wohngegend. Sieht aus, als wäre hier ein Haus abgestürzt. Eine Müllhalde oder so. Ich höre die Wolves da hinten noch schreien. Scheinbar haben die den Kontakt mit meiner Motorhaube überlebt. Ich mache übrigens auch noch, genauso wie ich das hier mache, für alle Klassen die Level Guides. Beziehungsweise ist ja ein Level Let's Play, keine Guides in dem Sinn. Und ja, dann hau mir gerne ein Abo rein und aktiviere die Glocke, wenn du da Bock drauf hast. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ach ja, was ich auch noch erwähnt haben wollte, wir haben einen Discord-Server. Da bist du auch recht herzlich eingeladen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. So, haben wir das geklärt? Schauen wir mal, wo ich mich jetzt genau befinde. Direkt neben dem Heliport. Ich hoffe, da steht auch ein Heli. Da ist kein Heli. Och. Wo kriegen wir denn hier ein Heli her? Also ich habe auf Aurora generell tatsächlich noch nirgends einen Heli gesehen. Ich glaube, wir werden da nicht drum rumkommen, hier die Fahrzeuglieferung an den Biwaks zu aktivieren. Wobei, warte mal. Da steht nicht, dass es auf Golem Island gemacht werden muss, ne? Okay, schauen wir erstmal, wo haben wir denn die Scandium-Mine? Wäre schön, wenn da noch stehen würde, in welchem Gebiet das ist. Es gibt ja hier 3 Sektoren. Außenposten Camp Phoenix? Camp Salamander, dann hier Außenposten Red Phoenix. No Man's Land. Lavadukt. Wo soll denn diese Scandium-Mine sein? Hab ich's übersehen? Hä? Wo ist die Scandium-Mine? Hab ich die noch nicht aufgedeckt? Das wird ja dann heiter. Tja, das ist schön, dass man da nicht keine Info erhält, wo das ist. Geografische Dingens helfen mir hier auch nicht weiter. Alles klar. Das ist schlecht. Zugangsbereich. Das Ding sind alles nur aufgegebene Standorte und Spuren antiker Ruinen und aus dem Kalten Krieg und so. Scandium-Mine. Die Wolf-Dinger sind ja alles... Da ist sie doch! Die Scandium-Mine. Da haben wir sie. Da
Haben wir auch einen Biwak relativ in der Nähe da drüben? Schauen wir mal. Schauen wir mal. 5 Gegner, während wir entdeckt wurden. Blubber, blubber. Lava, lava. Mr. Lava, lava. Da haben wir ein Auto. Skandiumine ist da drüben. Kann ich am Fallschirm vielleicht? Meint ihr, das klappt? Nee, natürlich nicht. Komm, ich schnapp mir das Auto und dann ist gut. Naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht klappt's ja hier. Jawohl. Da können wir wenigstens ein bisschen überbrücken. Ich bin auf dem richtigen Weg, ne? Ja. Wie sieht's denn hier aus? Erinnert ein bisschen an den Steinbruch in Wildlands. So von der Karte her. So. Schauen wir uns doch mal an, wie es hier ausschaut. Tief runter geht's. Wenn ich hier auf dem Dach wäre, ich auf dem höchsten Punkt. Wenn ich mich da knapp hinlege und die Gegner alle wegnehme, wenn die da hochkommen zu mir. Ja, können ja sonst nirgends hoch, hoffe ich, ne? Ah, da hinten ist eine Leiter. Muss ich da aufpassen. Aber wenn ich mich hier hinlege und hier so den Bereich im Auge behalte, kann ich den Mörser deaktivieren und gleichzeitig halt vielleicht die 5 Gegner töten, ohne, während ich entdeckt wurde. Ohne getroffen zu werden. Ah ja, das stimmt, das ist ja noch was. 5 Gegner töten, ohne getroffen zu werden. 5 Gegner töten, während ich entdeckt wurde, okay, aber das hatten wir ja schon mal. War auch nicht sehr leicht. Aber ohne getroffen zu werden. Wobei, das war beim letzten Mal auch, ohne getroffen zu werden, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Komm, ich gehe jetzt. Hoch. Kommen beide hoch. Ach, schade. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vielleicht noch ein bisschen gewartet. Hallo. Es waren 2. Wie viel Schuss hat die? Ich weiß es nicht. Verdammt. Ah, warte mal. Ich kann doch hier. So. So machen wir das. Pff, am Fuß abgeprallt. Muss ich knien? Nee. Da ist niemand. Ah, guck. Hä? Habt ihr mich schon wieder vergessen? Ist das euer fucking Ernst? Oh, shit. Ist euer fucking Ernst? Habt ihr mich schon wieder vergessen? Oder habe ich die beiden zu schnell getötet? Ich habe die beiden zu schnell getötet. Ah. Ich hätte wohl warten müssen, bis sie schießen. Hallo. So. Okay. Die Drohne da unten ist nicht so geil. Es lebt hier allerdings keiner mehr. Verdammt. Okay, stirbt man in dieser Pampe? Ah, doch, guck mal, da kommen welche. Und wie schnell... Oh nein. Ich hoffe, die hat mich nicht getroffen. Ich hoffe, die zählt als Gegner. Steht nur töten, ne? Wo sind die 4, die da unten gerannt sind? Die kommen gerade, ne? So langsam. Aber sicher. Wo rennen die denn hin? Die Drohnen überschlagen sich mal wieder. Äh,
Also sie hat mich nicht. Oh. Also theoretisch noch einer. Kann immer mal. Nein, er hat mich getroffen. Ach, verdammt. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja immer mal mit der Spritze prüfen, ob ich getroffen wurde. Ich wurde getroffen. Das ist nicht so cool. Okay, ich würde sagen, ich springe mich um, damit das alles hier nochmal einen frischen Start hat und die Gegner wieder leben. Warum macht er denn den Fallschirm auf? Ich wollte einen Bauchplatscher machen. So, okay, auf jeden Fall jetzt warten, bis die Gegner anfangen zu schießen, weil ich sonst nicht wirklich entdeckt bin. Wo bin ich? Bin ich wieder da, wo ich... Am Biwak? Ich bin ernsthaft wieder am Biwak? Okay. Na gut, dann bin ich eben wieder am Biwak. Dann kann ich ja diesmal das Auto nehmen. Ist hier... Nee, ist nicht das Letzte. Den Rest müsste ich ja dann eigentlich auf Aurora machen können, ne? Auf der Hauptinsel. So, komm. Was soll's, komm. Da noch mal einen Fallschirm, wie eben. Ich fliege einfach gerne mit dem Gleitschirm. Ich gleite gerne mit dem Gleitschirm. Ich falle gerne mit dem Gleitschirm. Ich gleite gerne mit dem Fallschirm. Ist ja ein Gleitschirm, ne? Ist auch kein Fallschirm. So, ich war eben da drüben. Ich hatte mir die gar nicht mehr neu gegeben hier. Ah, doch, hat er. Ah, ich verwechsel immer die Zahlen. Innen drin die Zahl ist das, auf welcher Zahlentaste das liegt, und außen die Zahl ist die Anzahl. So, wo muss ich denn genau hin? Noch ein Stückchen weiter nach rechts. So. Ton. Wo ist der Mörser? Der Mörser ist weg. Ja. So. Hallo. Wir fliegen die Kuh. Ich hab's. Eins. Vielleicht soll ich da hingehen. Hier ist jemand. Seid auf alles vorbereitet. Vorsicht. Feindliche Schützen im Gebiet. Verstanden. Passt gut auf. Sag mal. Zwei. Nee, ach Mann. Hä? Habt ihr das gesehen, wie der schon hingeklitscht hat? Und tot. Ja, komm. Komm, mach deinen Job fertig. Ich kann mich ja nicht mehr in Deckung bewegen. Alter. Wie hat der mich denn so übel erwischt? Mit einer Kugel drei Löcher im Körper geballert. Habt ihr gesehen, wie der Minigunner da rumgeklitscht ist? Wie der einmal kurz nach rechts geklitscht ist? Alter. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass auf Golem Island 100% mehr Bugs sind. Kann ich da runter? Ja. Können wir ja von hier aus schon hingleiten. Ich sehe nächstes Stockschwarz. Stockschwarz, ja. Rabenschwarz und unter mir. Kann ich ja auch schon dahin gleiten, wo ich hin will. Okay, ich sollte es dann wirklich genauso machen, wie ich es anfangs gesagt habe. Hier ist der Mörser auch wieder da. Das heißt, der Minigunner ist vermutlich nicht mehr da. Dachte ich. So. Mörser deaktivieren. War da ein Geräusch? Guck mal eben nach, was das war. Ja, guck mal nach. So, ich lösche dann den Minigunner. Mach das Arschloch fertig! War
Pass auf, es sind Feindeinheiten in der Nähe. Ich bin noch nicht entdeckt, ne? So richtig. Okay, 8 Schuss haben wir. Scheinbar. Das Nachladen dauert ewig. Sag mal. Hallo, ich bin hier. Ja, hier bin ich. So, jetzt wissen sie, dass ich da bin. Warum kann ich eigentlich nicht rückwärts krabbeln? Das ist so dumm. So, wurde ich getroffen? Räuchert sie aus, Leute, los! Die werde ich mir holen! Man braucht 10 Schuss aus der Schrotflinte, um den Mörser zu killen. Auch gut zu wissen. Bring sie um! 2. Ich mache mir Sorgen um die. Drohnen vom Drohnenträger. Was habe ich gerade gesagt? Um was ich mir Sorgen mache? Hat die mich getroffen? Hat die überhaupt geschossen? Nee, hat sie nicht, Gott sei Dank. Da kommt noch eine. Oh. Geschafft! Und damit sind wir noch nicht auf Level 14. Aber damit haben wir den schwierigsten Teil schon mal hinter uns. So, dann können wir hier einen Bassjump machen. Und Bauchplatscher. Und dann können wir auf Aurora, also auf die Hauptinsel, wo es auch Helikopter gibt. Und dort dann diese beiden sinnbefreiten Herausforderungen machen. Mit dem Heli, beziehungsweise einen mit dem Heli überfahren und einen, 2 Gegner kurz nach einer Fallschirmlandung. Hättest du gedacht, dass es mal so endet, als Sentinel auftauchte? Hier haben wir direkt vor der Tür immer ein Heli stehen. Ja, ich hoffe, das klappt auch, weil ich meine, hier steht mal nicht, dass es... dass es auf Golem Island sein muss. Wenn ich mich recht entsinne, war es auch, glaube ich, so, dass wenn man auf Golem Island zu weit geflogen ist oder zu hoch geflogen ist oder so, dass man da von diesen Abschirmungsdrohnen abgeknallt wurde. Ach ja, die Hauptinsel. Ich war schon so lange nicht mehr hier. So. Der Nachteil hier ist natürlich, dass hier weniger Patrouillen sind als auf Golem Island. Und weniger offene Straßen. Aber wir haben da hinten irgendwo eine Hauptstraße, eine sehr breite. Da werden wir auf jeden Fall ein paar Patrouillen finden, hoffe ich. Da vorne ist die Straße, oder? Nee, das ist ein Lager. Da ist die Straße. Vielleicht finden wir ja auch hier schon welche. Stimmt, da war doch einer, oder? Da waren doch immer... wenn man das Spiel gestartet hat, aber das sind jetzt keine, alles klar. Da sind Motorräder. Braucht man einfach nur auf einem zu landen, ne? Das müsste reichen. Schauen wir mal da. Hallo. Zack. Das waren die. So eine dumme Herausforderung, ehrlich. Oh, schau mal. Ein Konvoi.
So, dann noch eine andere Patrouille. In die Wärme will sich... Ah, guck mal, da. Da haben wir... auf jeden Fall ein paar Gegner. Frage ist, sind es genug Gegner? Ah, ich mach's lieber mit einer Patrouille. Wir finden sicher noch eine. Oder zwei. War ohne Witz, ne? Auf Golem Island hätten wir jetzt in der Zeit 20 Fahrzeuge und 5 Wolf-Patrouillen getroffen. Aber hier halt ein Fahrzeug, beziehungsweise zwei. Ah, das ist das dritte. Und ein Kondor. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht zwei Gegner, die relativ nah beisammen sind, vielleicht zwei Sniper oder so auf Dächern. Nee, schade. Ich sehe die halt hier von hier aus nicht, ne? Da unten steht einer, da steht ein anderer, ist zu weit weg für die Schrotflinte. Auf dem Dach ist nur einer und auf dem anderen Dach ist auch nur einer. Na gut, drehen wir um. Hier, die Multiplayer-Map, die PvP-Map, das haben wir doch bestimmt ein paar Wachen beieinander. Das sind halt ein Haufen Zivilisten auch. Eine Wache. Oh Mann, ist das ätzend. Einfach eine Patrouille. Kann doch nicht sein, dass dann nirgends mehr eine Patrouille ist. Autos, ja, aber keine Fußpatrouillen mehr. Oder war das eine? Da. Nee, das war nur so ein Poller. Oh, na gut, da im Lager, ne? Oh, warte mal, da im Lager. Vorsicht, Baum. Da, guck mal, da sind ganz viele. Müssen wir nur zwei töten. Einmal und dann haben wir es ja. Ne? Oh Gott, warum bin ich denn so senkrecht? Oh oh, nicht umdrehen, nicht umdrehen, Mann. Feinde! Das war's. Damit sind wir auf Rang 14. Nice.